diese Leute. Dass sie einfach nur Lämmer sind. Das sind Lämmer, wir werden mit ihnen spielen. Aber als sie dann auf die andere Seite übergegangen sind, hat Gott die Ordnung gegeben. Sie sind keine Lämmer, sie sind Löwen. Sie sind Löwen. Was sagt die Bibel? Und dann haben sie die Leichen ihrer Feinde im Wasser gesehen. Wir sind Löwen des Stammes von Juda. De l'autre côté, ils ont taillé, de l'autre côté, ils ont taillé. On y met au taillé, mais on y met au taillé. On fouille, quand on soumet les papiers. On l'a dit, gars. On l'a dit de l'autre côté. Mais nous, on s'est esclavé. Mais quel est le Messiah? Und ich werde deine Leichen sehen. Ich sagte Leute immer, hör auf mich zu stören. Pass auf. Bus 6, 20, in der Pfalzerstraße. Wenn du mir was Böses willst, dann vergeudest du deine Zeit. Weil das, was du gegen mich planst, wird nicht passieren. Ich habe keine Angst, weil das, was du vorhast mit mir, diese Sache wird nicht in Erfüllung gehen. Weil du sterben wirst, bevor sich diese Sache erfüllt. Wieso soll ich überhaupt auf dich achten? Diese Person, die dich ärgert, hat mich erfüllt. Bleib an Gott. Und diese Person wird verstehen, dass du ein Löwe bist, dass du eine Löwin bist. Aber bleib in Jesus Ostern. Deswegen, wenn du durch die Straße gehst, dann sei glücklich. Ich werde hiermit beenden, damit wir zu... Amen. Amen. Damit wir zum Abendmahl kommen, zum letzten Abend. Ich beende das mit einem Zeugnis. Ich habe letztens mit einer Frau aus dieser Stadt gesprochen. Ich habe ihr eine Einladung gegeben. Ich sagte zu ihr, ja komm doch, das ist doch eine gute Veranstaltung. Aber sie sagt, nein Pastor, in letzter Zeit bete ich nicht, ich sitze nur zu Hause. Und ich sagte zu ihr, wir leben in derselben Stadt und ich weiß, dass du das nicht bist. Du wirst eines Tages etwas tun, wovon ich vielleicht sogar profitieren werde. Aber du und ich, wir wissen das nicht. Aber da Gott zulässt, dass du weiterhin lebst, heißt es, dass du nützlich bist. Vielleicht wirst du meinem Kind helfen. Deswegen bist du nützlich, deswegen sollst du zu Gott kommen. Sie sagte, Pastor, ich mag dich. Sie sagte, sondern Pastor, ich gebe dir einen Rat. Ich gebe dir einen Ratschlag. Auch wenn du am Telefon sprichst, musst du aufpassen. Manchmal, wenn du mit Leuten am Telefon redest, haben andere den Lautsprecher an, damit anderes mitbekommen, was du sagst. Und ich sage zu ihr, ich sage immer die Wahrheit, ich liebe ihn. Auch wenn eine andere Person es mitbekommt, dann sollte sie einfach gerettet werden dadurch. Pastor, du hast mal etwas über mich gesagt. Aber die Person, mit der Pastor am Sprechen war, hat sie angerufen. Und das, was ich gesagt habe, das war die Wahrheit. Die Wahrheit gewinnt immer. Und diese Frau hatte auch gehört, was ich alles gesagt habe. Und diese Frau dachte jetzt, dass die andere Person sie verurteilen wird. Aber sie sagte selbst, ja, der Pastor hat die Wahrheit gesagt. Und der Pastor hat sozusagen auf die Seite der Frau gestellt. Sie selbst hat gesagt, du hast noch nicht mal was Schlechtes über mich gesagt. Aber du hättest es lieber mir selbst sagen. Du hättest es mir gesagt. Und die Person, die dich darauf angesprochen hat, hat dann extra mich als Lautsprecher angemacht, damit ich alles höre, was ich sagte. Sie sagte, der Pastor hat mich verteidigt, weil er einfach die Wahrheit gesagt hat.
Du kannst tun, was mais du willst. Mais tu aber du wirst mich selbst aufsuchen. Ich habe nicht die Zeit, dich aufsuchen zu gehen. Das ist Zeitvergeudung. Weil ich weiß, dass du mich aufsuchen wirst. Das ist die Kraft des Evangeliums. Die Frau, die mir diese Zeugnis gibt, hat gesagt, Ich habe gesagt, Le nom de Jésus. Es hat schon jemand für mich bezahlt, schon meine Schuld bezahlt. Und diese Person ist Jesus. Deswegen wollen wir jetzt zum praktischen Kommen, weil wir Ostern haben. Denn in der Bibel steht, Jesus hat sein letztes Wasser mit seinen Jüngern. Und jedes Mal, wenn wir das Passafest feiert, sollen wir müsstest du sagen, dass jedes Mal, wenn wir uns treffen, dass wir Ostern zelebrieren müssen. Sag Amen. Jedes Mal, wenn Christen sich treffen, müssen wir Ostern feiern. Denn jedes Mal, wenn ihr euch trefft, müsst ihr Ostern feiern, damit ihr an mich denkt. Apostel Paulus zeigt uns, wie wir das schön zelebrieren können. Im 1. Korinther Kapitel 11. Jésus va célébrer sa dernière Pâque avec ses disciples. La Bible dit, dans le verset 23, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit,
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Abi, là je lis pas Cathy. Als das Brot, Stück Brot genommen hat und gebrochen hat. Libon a Cathy, il a dit une chose au langage. Er sagte, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Alors, dans verset 25, und in Vers 25, même après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, de toutes les fois que vous en boirez. Alobi, coupons ton mela. Er sagt, ebenso nahm er und dieser Kelch mit Wein ist der neue Bund zwischen Gott und uns. Denn durch das Blut wird es besiegelt. Das heißt, das Blut, das in dir injiziert wurde, jedes Mal, wenn du das Fest feierst, denkst du an Jesus Christus, dass es einen Tag gibt, an dem Jesus für dich gestorben ist. In Vers 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tant nous sommes aujourd'hui, le corps et le sang du Seigneur. Darum hat jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus diesem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am, am Leib und am Blut unseres Herrn. Das heißt, wer dieses Brot isst, aber sich nicht gut verhalten hat vor Gott, dass er sich selber Probleme sucht. Das heißt, die Hefe, von der ich gesprochen habe, haben wir schon hinter uns gelassen. Wir waren Menschen der Sünde, aber heute sind wir keine Menschen der Sünde mehr. Die Sünde kommt per Zufall über uns. Autrefois, on s'appelait des pécheurs. Wir wurden mal Sündiger genannt. Mais maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. Aber heute sind wir keine Sündiger mehr. Mais il nous arrive parfois à pécher. Aber es kommt manchmal über uns. Et nous péchons par accident. Und wir sündigen per Unfall. C'est-à-dire, le bien, le vin, c'est le cas. Das heißt, diese Hefe ist schon vergangen. Ostern hat sich schon in unserem Leben verwirklicht. Das heißt, die Zeit, wo ich noch sündiger war, das heißt, ich bin auf die andere Seite gegangen. Ich lese weiter in Vers 28. L'apôtre Paul a pris un conseil. Que chacun donc se prouve soi-même qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Alors, jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Weil wir das gemeinsam mit Jesus essen. Dernière scène de Salaki, il y a quelqu'un Jésus dans ma disciple, il m'a dit, maman, total 13. Das letzte Abendmahl. Wieso que tu as l'église 13, hein? Wieso que tu as l'église 13? Quelle grâce! Als Jesus, hat Jesus das zu 13, also es waren 13 Personen. Nous, disciples à Jésus. Aber wir sind heute mehr als 13 Personen. Jésus, maman, Salaki 13. Maman, l'église 13, moi. Sie waren 13 Personen nur. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt dies. Na, verset 30. C'est pour cela. Weiß ich, deswegen. Botan, ma kamizou leka. Na, verset 1er, ma Bible. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce qu'on lie, donc, mêli foupon. Mon Seigneur, discerner. Yo, moi, yébi, gozana, doua, on lia, moto, mêla, moto, mêli, amo. O, béni, jugement contre yo, moi. Jugement, c'est la punition. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht. Wenige sind schon gestorben. C'est pour cela.
Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et on quand il a vu que les malades sont dans l'infirmité, Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um Leben geht, um den Leib Christus geht, der liefert uns selbst, der liefert uns selbst, der liefert uns selbst, der liefert uns selbst, der liefert uns selbst. Mais attendez, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. So qui nous avons déjà jugé, wieso? Wenn Gott uns richtet, dann kommt die Strafe. Also pass auf, dass du nicht begleitest mit den Menschen dieser Welt. Ce que j'en ai dit, c'est bon. Je me suis contrôlé, je me suis dit, je suis dit, Weil ich habe das Recht, Gott darum zu bitten, meine Sünden pardonne, zu vergeben. Und in der Bibel steht, wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Das heißt, dann bin ich auch wert, das letzte Abendmahl zu geben. Im letzten Vers steht, dass du nicht einfach so darum, davon essen sollst, damit du satt wirst. Nein. Dass du sagst, ja, ich bin gehastet und ich weiß es gerade essen, dann kann ich ja was essen. Nein. So was an Zalazala, Zela. Deswegen steht da drin, wenn du Hunger hast, dann geh zu Hause essen. Ess nicht einfach nur, weil du gerade Lust hast. Wir essen es auch und denken dabei an Gottes Wiedersehen. Ist hier jemand, der dich verstanden hat? Hat mich jemand verstanden? Das Chor wird ein Lied singen, weil wir das letzte Abendmahl feiern wollen. Pendant tout ce temps-là, bevor ich die Leute rufe, die nach vorne kommen, geh zu Gott und bitte um Vergebung für deine Sünden. Bitte Gott darum, ihm darum zu vergeben. Wenn du dich irgendwo gestört hast, denn in der Bibel steht, dass Gott uns vergibt und vergibt. Denn wir sind keine Sündiger. Aber die Sünde kommt nur per Unfall. Vielleicht habe ich in meinen Gedanken. In meiner Art habe ich gesündigt. Deswegen bitte ich jetzt um Vergebung. Weil ich jetzt in Gottes Gegenwart bin. Ich will gemeinsam Gottes Leib. Weil in meinem Leben. Ich will das machen, damit ich an ihn denke. Lui qui est la vraie Pâque dans ma vie. Es ist wahre Ostern in meinem Leben. Pendant que les jeunes chantent. Während das Chor singt. Nimm deine Zeit zu singen. Vous allez me voir quand ça y est, vous allez. En ce jour de Pâques, Seigneur.
quoi qu'ils nous débarquent, l'avion est immolé, Seigneur. Tout le monde s'est fait d'ailleurs. Oh, descend de Jésus. Et puis, je vais le
Okay. Oui, nous allons commencer par notre papa et nous allons. Vous avez un entame. Comment on va, Franck? Mon nom est Franck. Tu sois bien dans François. En dernier, je suis François. Je suis invité par le pasteur là, de vos clients. Le pasteur, on a pas de mort à mes chers. Alléluia. Oh, on acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame. Mon nom est Bruno Luzon. Passez vos poils. Passez vos poils. Papa, où tu vas? En France. Je commence en Frankreich. Papa, où tu vas? Donc, bien, tu es ici, on va voir comment passe. Alléluia. Oh, 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 oh. Il est Dieu, il est Seigneur. À son temps, à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Femme, lève-toi, sois éclairée. En collaboration avec l'Église La Grâce de Harkou, organise une méga convention. Waouh! Une méga convention. Et aussi, ils fêtent leur 10e année d'existence. 10e année d'anniversaire. C'est samedi 10 juin 2017. De 12h à 18h est prévu pour la convention. Et de 18h30, Open End, Openness End, Fire. Que la fête commence. Donc, on fête 10e année d'existence. Donc, on yembe la kolo, petoko bon de la mine. Vraiment, la mokolo wana ne koranga, kozangate. Avec comme thème, je suis une étoile. Nazali Monzoto Neko Yaka Yomoko Kumona. L'oratrice du jour, maman Deborah Costa. Et pour mon ambala oyo, ba yeli biso et la maya sika ya femme, lève-toi, sois éclairée. Ouais, Zali, uniforme la biso ba maman. Femme, lève-toi, sois éclairée. Yango et la mana biso toko la tatouro yango boy. La Bible déclare que le miracle accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cette journée, ne rate pas, l'occasion est pour toi. Viens recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ton miracle est là, ton miracle est là et Dieu sera au rendez-vous. Louange, paix, adoration, yamukolowana, ezanaba, invité surprise. Adresse, la grande salle de Alt-Weisweiler. Berliner Ring numéro 2 sur 52 249 Eschweiler sur Alt-Weisweiler dans la région de Aachen. Itinéraire Topelo Lenge Yako Koma na Esika au Milou Nabiso Ezali à partir de Boussouf Aachen prendre le bus 52 direction Eschweiler Boussouf. À partir de Eschweiler Boussouf prendre Weisweiler, bus numéro 28 ou 96, direction Uchen-Wasserfeld et descendre à l'arrêt Berliner Ring ou Lindenallee. Si vous prenez le train, topez Okoyana et Ngunduka, à partir de la gare de Aachen ou bien Aachen Hauptbahnhof, ou bien alors Düren Hauptbahnhof ou la gare de Düren, prendre à partir de Aachen. Prendre le petit train en Regiobahn et descendre à Weisweiler Bahnhof ou bien la gare de Weisweiler qui est à 2 minutes de la salle. Pour ceux-là qui viennent de Aachen, la Belgique, la Hollande, prenez la sortie Eschweiler Ost Dürwiss. Pour la Oyobauti Colonne, Topé Namboka Düren, prenez l'autoroute A4 direction Aachen et veuillez prendre la sortie Weisweiler. Pour tout contact, veuillez taper. Et n'oublie pas, bien aimé dans le Seigneur, le temps de miracle n'est pas passé. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.